Abend, meine Damen, meine Herren. Ich danke den Organisatoren des Studio Universale sehr herzlich, dass sie mich eingeladen haben, hier nach Leipzig zu kommen. Es ist immer wieder schön, nach fast 3 Jahren an die alte Wirkungsstelle zurückzukommen. Und ich freue mich auch sehr, dass Sie heute Abend hier so zahlreich erschienen sind zu dem Thema Kaffee. Und Kaffee kann man ja nun von verschiedenen Seiten betrachten. Sie haben ein sehr interessantes Programm hier während des Studiums Universale in diesem Semester. Und ich möchte nun heute mit Ihnen die Frage diskutieren, ist Kaffee eigentlich mehr als ein Genussmittel? Jeder von Ihnen hat sich sicherlich schon einmal die Frage gestellt, darf ich denn Kaffee trinken? Schädigt Kaffee meiner Gesundheit? Oder aber verstärkt Kaffee bestimmte Erkrankungen, die ich schon habe? Wenn Sie dann einmal im Internet nachschauen, was heute so üblich ist, und die Stichworte Kaffee und Wirkung eingeben, dann finden Sie so unzählige Hits, dass man eigentlich da gar nicht so richtig durchkommt. Und noch viel entscheidender ist, dass dort ganz unterschiedliche Aussagen gemacht werden. Oftmals sehr veraltete Ansichten, die von irgendwelchen alten Lehrbüchern übernommen wurden und einfach da wiedergegeben wurden. Deshalb habe ich mich vor einiger Zeit mit diesem Thema beschäftigt und wollte eigentlich wissen, wie ist der gegenwärtige Stand zum Kaffee und was sind die Wirkungen, was sagen neue klinische Studien. Und davon möchte ich Ihnen wenigstens heute einen kurzen Teil hier präsentieren. Tja, Kaffeegenuss in Deutschland. Sie sehen hier einmal eine Statistik, damit fängt man die meisten Vorträge an. Ja, rund 160 Liter Kaffee pro Jahr und werden pro Kopf verbraucht. Das ist mehr als Wasser und auch bedeutend mehr als Bier. Kaffee ist weltweit populär und es ist wirklich das liebste Getränk in Deutschland. Tja, aber wie gesagt, die Ansichten zum Kaffee sind sehr unterschiedlich. Aber kaum ein Lebensmittel wurde in den vergangenen Jahren so intensiv beforscht und so intensiv diskutiert wie der Kaffee. Und Wissenschaftler haben teilweise sehr interessante neue Erkenntnisse gefunden. Und ich kann Ihnen heute schon gleich zu Anfang sagen, das schlechte Image, was die braune Bohne lange Jahre hat, dieses Image musste revidiert werden. Man weiß heute, dass Kaffee auch sehr nützlich sein kann bei einigen Krankheiten. Aber, und das sage ich jetzt auch schon, wenn ich auf eine Frage komme, natürlich der moderate Verbrauch von Kaffee. Ich sage es noch ein paar Mal in dem Vortrag hier. Es ist moderat, darunter verstehen die Ernährungswissenschaftler 3 bis 5 Tassen normal starken Kaffee. Tja, ja, trotz der Beliebtheit hält sich aber immer noch das Vorurteil, Kaffee schadet der Gesundheit. Das sehen Sie im Internet immer wieder. Ich habe gerade in der letzten Woche, als ich den Vortrag vorbereitet habe, das auch wiedergefunden. Aber was sagen die neuen Studien? Ist das wirklich so wahr? Und deshalb die Frage, schadet Kaffee der Gesundheit oder nützt das teilweise der Gesundheit? Aber zuerst einmal, warum sagt man eigentlich, die meisten, ich brauche erst einmal eine Tasse Kaffee am Morgen, der Stimmungsmacher, ja, damit ich erstmal richtig in Stimmung komme. Das hängt natürlich von den Inhaltsstoffen des Kaffees ab. Das ist nicht nur der Duft,
sondern die Inhaltsstoffe bewirken im Organismus verschiedene physiologische, pathophysiologische Prozesse. Und dazu gehören einmal die Kohlenhydrate, dazu gehören die Fette, aber in der Kaffeebohne sind auch Eiweiße und Mineralstoffe enthalten. Es ist die Chlorogensäure, dort waren Gische, führt dazu, dass die Magensäure stimuliert wird und dass es also praktisch zu mehr Magensäure kommt und damit die Verdauung auch angeregt wird. Deshalb ein Mokka nach dem Essen ist positiv. Und es ist natürlich das Koffein enthalten als Hauptbestandteil des Kaffees. So, drei Männer, drei schöne Männer hier, die habe ich Ihnen mitgebracht. Die drei Männer bestimmten nun die Entwicklung des Koffeins. Erkennt jemand diese? Einen davon? Die Chemiker müssen das eigentlich wissen. Ja, genau. Ja, also der erste schöne Mann, das ist der Apotheker Ferdinand Runge. Ferdinand Runge beschäftigte sich mit Kohleteer, vor allen Dingen Steinkohleteer. Und er isolierte daraus Stoffe aus diesem Steinkohleteer. Und da kam Goethe auf die Idee, den Runge zu fragen, ob er nicht einmal den Kaffee untersuchen kann. Denn Goethe vermutete, dass im Kaffee ein Gegenspieler des Atropins vorhanden ist. Und so war es hier Ferdinand Runge, der 1820 das erste Mal Koffein isolierte. Ein Jahr später fanden das auch französische Wissenschaftler. Und daran sehen Sie, dass zu dieser Zeit schon ein Konkurrenzkampf zwischen den Wissenschaftlern bestand. Wer ist der Erste? In diesem Fall war es der Apotheker Ferdinand Runge. Einige Jahre später dann konnte Pfaff und Liebig kennen Sie aus ganz anderen Sachen, nämlich Fleischextrakt oder Backpulver, ja, aber der Liebig war ein genialer Bastler auch und ein Erfinder. Und er entwickelte die sogenannte Fünf-Kugel-Apparatur. Und das war damit die Begründung seiner Liebigschen Elementaranalyse. Und das war eigentlich die Voraussetzung, dass er das Koffein analysieren konnte. Und er fand zusammen mit seinem Assistenten Pfaff die Summenformel von Koffein. Als nun die Summenformel bekannt war, machte sich ein anderer Chemiker, nämlich Ludwig Medicus, daran, die Struktur aufzuklären. Da hatte er auch Erfolg. Aber er trug seine Habilitationsarbeit bei der Kaiserlichen Wissenschaftlichen Gesellschaft in Berlin vor. Und die glaubten das nicht. Die lehnten die Habilitation ab. Und Sie sehen, erst 1895 war es dann Emil Fischer, der nämlich Koffein synthetisieren konnte und damit die Struktur, die hier Ludwig Medicus fand, konnte bestätigen. Damit wurde Ludwig Medicus rehabilitiert. Aber so ist das eben halt in der Wissenschaft. Aber interessant, hier auch noch Emil Fischer, kennen ja sicherlich auch viele. Er war der Meister der Strukturaufklärung von Naturstoffen. Er hat sich nicht nur mit dem Koffein befasst, er hat sich mit anderen Nukleosid-Analogen befasst. Und fand ich ganz interessant. Er hat auch die Ethylbarbitursäure entwickelt. Das sagt Ihnen vielleicht nicht so viel, aber wenn ich Ihnen sage, dass das Veronal ist,
Das kennt vielleicht derjenige. Veronal war das Schlafmittel bis in den 80er Jahren, bis die Barbiturate dann als Schlafmittel verboten wurden. Das war auch Emil Fischer. So, was ist denn nun eigentlich Koffein? Koffein ist einfach ein Trivialname, der der Substanz, der Struktur einfach gegeben wurde. Es ist ein Alkaloid und gehört zu der Gruppe der Purine, die also sehr strukturelle Ähnlichkeit mit dem Methylxanthinen, mit Theophyllin, was einige sicherlich von Ihnen als Asthmamittel kennen, und auch mit dem Theobromin. Und Koffein wird auch in Paraxanthin, in Theobromin und in Theophyllin abgebaut. Dieser Abbau letztendlich erfolgt durch ein sogenanntes ZYP-Enzym. Und letztendlich haben Sie, wenn Sie Kaffee trinken und das Koffein aufnehmen, immer eine geringe Menge von Theophyllin, das in der Asthmaforschung ja eingesetzt wird, im Organismus. Das ist wichtig nachher für spätere Einsatzgebiete. So, nun hat Koffein im Organismus sehr viele Wirkungen. Die meisten kennen sie. Koffein wirkt im ZNS erregend. Aber das ist die Stimulation des Herzens, was eigentlich immer angenommen wird, ist viel geringer. Einmal hier sehen Sie das im Vergleich zu Theophyllin. Das ist der Grund auch, weshalb Theophyllin eine sehr geringe therapeutische Breite hat. Dann kommt es zu einer Relaxation der glatten Muskulatur, also einer Entspannung der glatten Muskulatur. Andererseits zu einer Stimulation der Skelettmuskulatur. Ja. Und was immer angenommen wird, Kafka hatte einmal gesagt, wenn Koffein Wasser ausscheidend wirken würde, dann wäre ich schon zu Staub. Es wird immer angenommen, dass Koffein die Diurese fördert. Das sehen Sie hier, ist eigentlich sehr gering. Das ist also auch ein Trugschluss, den man früher angenommen hat. So, so viele Wirkungen. Wie kommen die zustande? Und da weiß man heute, dass das Koffein drei unterschiedliche Wirkmechanismen hat. Einmal in sehr geringen Konzentrationen hier wirkt es nämlich als Antagonist an den Adenosinrezeptor. Zeige ich Ihnen gleich. Dann in höheren Konzentrationen hemmt es ein Enzym, was an den Atemwegen eine große Rolle spielt. Und in sehr, sehr hohen Konzentrationen kommt es zu einer Zunahme von Kalzium in den Zellen. Das ist ein negativer Effekt, weil nämlich die erhöhte Kalziumkonzentration in den Zellen zu einem sogenannten Kalziumoverload führt und damit zum Zelluntergang. Aber hier sehen Sie einmal an der Kurve, dass das in sehr hohen Konzentrationen auftritt, was Sie also im Kaffee trinken nicht. Hallo Katharina. So, wichtig ist die Wirkung an den Adenosinrezeptoren im Gehirn. Und was passiert da? Sie sehen hier einmal ein Neuron und hier ein zweites Neuron, drittes Neuron. Und diese Interaktion zwischen den Neuronen ist verantwortlich für die Verschaltung und die Denkprozesse in unserem Gehirn. Und da haben wir nun Rezeptoren hier für Adenosin und hier auch. Adenosin ist nun ein Abbauprodukt von ATP. ATP ist ja unsere Energiequelle. Also wenn wir tätig sind und wenn wir stark denken, unser Denkfluss in Bewegung kommt, verbrauchen wir sehr viel Energie. Damit verbrauchen wir auch sehr viel ATP. Und als Abbauprodukt entsteht das Adenosin. Das wirkt hier an den Rezeptoren und blockiert diese Rezeptoren. Das heißt also, es wird hier dieser Übergang vermindert. Ich sage, das ist ein Schutzmechanismus des Adenosins, damit unser Gehirn nicht überlastet wird, damit wir nicht durchdrehen.
Was macht nur das Koffein? Das Koffein setzt sich nur hier an diese Rezeptoren. Dadurch kann das Adenosin nicht mehr wirken. Das heißt letztendlich, eine Bremse im zentralen Nervensystem wird aufgehoben und damit kommt die erregende Wirkung zustande. Wichtig. Wenn das so erklärt ist, ist es eigentlich ganz einfach, nicht die stimulierende Wirkung. Ja. So, kommen wir aber nun zu einigen, nachdem ich die Mechanismen ein bisschen erklärt habe, zu einigen Sachen. Wie gesund Kaffee wirklich ist, belegen ständig neue Studien. Bin gerade dabei, wieder große Artikel zu schreiben, was gerade für neue Studien rausgekommen sind. Es ist selbst für mich oftmals schwierig, hier wirklich einen Überblick zu behalten. Aber andererseits wiederum die Frage, kann ich wirklich 4 und mehr Tassen Kaffee pro Tag trinken? Und das wollen wir jetzt ein bisschen diskutieren und ich habe die nachfolgenden Ausführungen in 3 Abschnitte geteilt. Einfluss von Kaffee auf Verhalten und geistige Leistungsfähigkeit, Kaffee und Krankheitsbilder, schützt oder schädigt Kaffee und dann vielleicht auch noch interessant, Kaffee in und besondere Lebenslagen. Beginnen wir einmal mit dem ersten Einfluss von Kaffee auf Verhalten und geistige Leistungsfähigkeit. So, hier sehen Sie nun noch einmal das Gehirn im Querschnitt und all diese Punkte, das sind dort, sind die Adenosinrezeptoren verteilt. Und Sie sehen, dass Sie also eine sehr große Verteilung im Gehirn, also eigentlich in allen Gebieten haben. Und dadurch kommt natürlich auch die wirklich starke Wirkung von Koffein, von Kaffee im Gehirn zustande. Was wissen wir? Was sind nun die wirklichen Ursachen durch den Wegfall der Bremse? Es kommt einmal zu einer Gefäßerweiterung. Die Hirngefäße werden erweitert. Blut kann also mit einem höheren Druck durch den Körper und auch durch das Gehirn zirkulieren. Durch die Gefäßerweiterung wird die Herztätigkeit angeregt. Der Stoffwechsel und die Atmung werden beschleunigt. Positiv für das Denken. Das Gehirn wird dadurch insgesamt stärker durchblutet und damit letztendlich steigt die Konzentration und die geistige Leistungsfähigkeit. Aber der Effekt ist nur sehr kurzzeitig, denn das Koffein hat eine sehr geringe Halbwertszeit von ein paar Minuten. Und wenn es abgebaut wird, ist der Effekt, die Bremse weg und dann letztendlich auch die Leistungsfähigkeit weg. Das Aufheben der Bremse ist dann weg. Ja, so. Und das ist natürlich auch bei sinkendem Koffeinspiegel verschlechtert sich sogar die Leistungsfähigkeit als vor dem Kaffeetrinken. Deshalb sagen auch viele, man soll nicht zu viel auf einmal Kaffee trinken, sondern in regelmäßigen Abständen, damit die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt. So, letztendlich führt Koffein zu einer beschleunigten Reizverarbeitung hier in den kortikalen, vor allem in den kortikalen Bereichen des Gehirns. Aber nicht nur diese Adenosinrezeptoren spielen hier eine Rolle, sondern es spielt auch das dopaminerge System eine Rolle und es kommt durch Koffein zu einer vermehrten Freisetzung von Dopamin. Und Dopamin ist natürlich für diese Denkprozesse auch von äußerer Wichtigkeit. Was bedeutet das nun? Da das Koffein im Kaffee wie andere Stimulantien Dopamin freisetzt, fördert es die Konzentrationsfähigkeit. Aber gleichzeitig wird Adrenalin freigesetzt. Das ist so ein
Ausgleichsmechanismus. Was ist Adrenalin? Adrenalin ist eigentlich ein Hormon, was bei Stress freigesetzt wird, was also praktisch für Fluchtreaktionen eigentlich prädestiniert ist. Und das vermindert letztendlich die Denkfähigkeit zugunsten von Aufmerksamkeit und von Reflexbehandlung. Ja? Flucht, Reflexe, das hängt zusammen. Und das hat man auch ausgenutzt. Manche kennen das hier, Schokakola. Schokakola wurde im Zweiten Weltkrieg entwickelt und es kam ein hoher Anteil an Koffein zu. Und das wurde den U-Boot-Soldaten und den Fliegern mitgegeben, damit sie letztendlich komplizierte Aufgaben brauchten, die nicht zu lösen. Aber die mussten schnell handeln. Und um das, um sie wach zu halten und dieses schnelle Handeln hervorzurufen, war in ihrem Marschgepäck immer Schokakola enthalten. Und Schokakola gibt es heute noch. So, aber was haben australische Forscher vor einigen Wochen gefunden, oder vor einem Monat gefunden? Dass Koffein die Aufmerksamkeit wirklich erhöhen kann. Und sie haben festgestellt, dass nach einem Koffeintrunk bei einer nächtlichen Autofahrt das Unfallrisiko wirklich gesenkt wird. Es ist also gut, wenn man längere Strecken Auto fährt, öfter mal eine Pause zu machen und einen Kaffee zu trinken. So, was immer diskutiert wird, ist Kaffee und Schlaf. Manche sagen, ach, ich kann abends um 10 noch eine Tasse Kaffee trinken, ich kann trotzdem schlafen. Andere sagen wieder, ja, wenn ich um 4 eine Tasse oder um 16 Uhr eine Tasse Kaffee trinke, dann kann ich überhaupt nicht schlafen. Wie kommt das zustande? Darüber hat man sich sehr lange Gedanken gemacht. Und es gibt heute zwei Hypothesen. Die eine Hypothese ist nämlich, dass es bei manchen Menschen zu einer bedeutend stärkeren Hemmung der Adenosinrezeptoren kommt und damit letztendlich diese praktisch stimulierende Wirkung hervorgerufen wird und die können nicht schlafen. Aber für mich viel interessanter war eine Arbeit von australischen Forschern auch. Die haben interessante Untersuchungen gemacht. Und zwar haben die zwei Gruppen genommen. Eine Gruppe, die nach Kaffee gut schlafen können, die andere, die nach schlecht schlafen können. Und denen haben sie Kaffee gegeben und haben die letztendlich die dann in ein Schlaflabor gebracht und haben die EEG-Ableitung gemessen. Und die haben wirklich festgestellt, dass die, die schlecht schlafen, das ist keine Einbildung, auch Veränderungen im EEG zeigen. Die gut schlafen konnten, hatten keine Veränderung. So, dann hat man moderne Methoden bei den Patienten eingesetzt. Gibt es ja heute diese Gen-Chip-Analysen. Ja? Und da hat man doch wirklich festgestellt, dass bei diesen beiden Patientengruppen genetisch bedingte Unterschiede sind. Und dass genau die Enzyme, die Gene, die für die Enzyme kodieren, über die Koffein abgebaut wird, dass die verändert sind. Das heißt also, die, die gut schlafen, bei denen wird das Koffein schneller abgebaut, als bei denen, die schlecht schlafen. Und damit hat man eine längere Wirkung. Also, man geht heute davon aus, dass diese beiden unterschiedlichen Gruppen schlecht schlafen, nicht gut schlafen, auf möglicherweise genetische Varianten zurückzuführen sind. So, ich bringe wieder einen schönen Mann mit. Wer ist das? Das ist Alois Alzheimer. Es wird schon seit langem diskutiert, dass Kaffee trinken vor neurodegenerativen Schädigungen im Gehirn schützen kann. Das heißt also, Alzheimer, ja, Prognose auf, die Progredienz aufheben kann oder verlangsamen kann, auch Parkinson. Das ging mal ganz doll durch die Presse und alle dachten, oh ja, jetzt ist was Wunderbares passiert, ordentlich Kaffee trinken, dann kriege ich keinen Alzheimer.
So ist das natürlich nicht. Diese Untersuchungen sind bisher nur an Labortieren gemacht worden. Dort hat man in der Tat gefunden, dass der Untergang von zentralen Neuronen durch Kaffee verlangsamt werden kann. Man geht heute davon aus, dass die Liquorproduktion erhöht ist, dass das dadurch kommen kann, dass aber bestimmte Zytokine, bestimmte Botenstoffe, die für Entzündungsreaktionen sind, dass also praktisch hier diese verändert sind. Und natürlich auch, dass durch Koffein der Energiestoffwechsel im Gehirn angekurbelt wird. Das heißt also, die verbleibenden Zellen besser arbeiten können. Ja, aber da, meine Damen und Herren, ist noch viel, viel Forschungstätigkeit notwendig, um hier diese Ergebnisse auch auf den Menschen übertragen zu können. Aber, wie gesagt, es gibt positive Zeichen. Auch in Deutschland wird auf dem Gebiet geforscht. Gerade in Bonn gibt es ein großes Zentrum zusammen mit der Universität Köln, die sich mit der Wirkung von Koffein und Analogen von Koffein bei Alzheimer und bei Parkinson beschäftigen. So, nächstes Thema, was auch immer interessant ist. Wenn Sie mal in die Apotheke gehen, dann sehen Sie sehr viele Schmerzmittel, die Koffein enthalten. Und es wird immer wieder diskutiert, auch gerade gestern oder vorgestern bei Report Mainz, dass diese Kombinationspräparate schädigend sind. Und dass diese Kombination, dass das Koffein zu einem Mehrgebrauch führt, was letztendlich zu einem medikamentinduzierten Kopfschmerz führen kann. Das ist ein Lager, der das sagt. Die wissenschaftlichen Studien sagen etwas anderes. Die sagen nämlich, dass also die bisher publizierten Daten keinen Anlass dafür geben, der Koffeingehalt in Schmerzmitteln zu einem Mehrverbrauch an Schmerzmitteln oder zu einem koffeininduzierten Kopfschmerz führt. Das ist bestätigt worden von internationalen Gremien und auch deutsche Gesellschaften plädieren dafür, dass es sich hierbei um eine recht gute, interessante Kombination handelt. Und ich habe Ihnen hier nur mal eine deutsche Studie mitgebracht, die sehr aufwendig war, wo eigentlich sehr viel, hier wurde Placebo gemacht, hier wurde praktisch Koffein, die braune Kurve, Koffein alleine gemacht, dann wurde Paracetamol, Acetylsalicylsäure und Acetylsalicylsäure und Paracetamol. Und die blaue Kurve, das ist das Entscheidende. Sie sehen, die liegt über allen Kurven. Und das ist die Kombination aus Acetylsalicylsäure, Paracetamol und Koffein. Das heißt also, man kennt heute auch den Wirkmechanismus. Koffein wirkt synergistisch zu Acetylsalicylsäure. Und deshalb ist solch eine Kombination ohne weiteres bei bestimmten Kopfschmerzarten geeignet. So, kommen wir zu dem zweiten, was vielleicht auch für Sie sehr interessant sein wird. Koffein und Krankheitsbilder. Schützt oder schädigt Koffein? Und da ist natürlich immer die Frage nach dem Blutdruck, also insgesamt das Herz-Kreislauf-System. So, die Frage, die sich ergibt, steigert Koffein oder Kaffee trinken den Blutdruck? Man muss sagen, ja, es steigert den Blutdruck, ganz kurzzeitig. Aber es hat keinen Ausfluss auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nach einem Kaffeegenuss steigt der Blutdruck kurzfristig an. Und das ist vor allen Dingen bei Menschen, die nicht regelmäßig Kaffee trinken. Aber
Ich sage immer, wenn Sie auf die Treppen steigen und auch das nicht regelmäßig machen, steigt auch Ihr Blutdruck. Oder gehen Sie mal ins Fitnessstudio und setzen sich da aufs Fahrrad, steigt auch Ihr Blutdruck. Das ist gut für das Herz-Kreislauf-System, weil der nämlich auch nur kurzzeitig steigt. Wenn Sie sich dann wieder ausruhen in der Ruhephase, geht er sehr schnell wieder zurück. So, generelle Langzeiteffekte auf den Blutdruck konnten bisher nicht beobachtet werden. Und das gilt auch für Hypotoniker. Also auch für Hypotoniker gilt heute nicht mehr, dass sie keinen Kaffee trinken können. Man sagt, 2-3 Tassen am Tag bei Hypotonikern hat keine Schädigung oder keine nachteilige Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System. So, nächste Frage ist, Kaffee und Herzrhythmusstörung. Wird oftmals verdächtigt, dass Kaffee zu Herzrhythmusstörung führt. Auch hier sagen neue Studien, ich habe Ihnen das mal hier dargestellt, mal so als Balken aus einer Publikation. Ja, führt nicht zu Herzrhythmusstörung. Ganz im Gegenteil, es kann sich positiv auf Herzrhythmusstörungen auswirken. Das sehen Sie hier einmal, die Balken nehmen ab bei 2 bis 3 Tassen Kaffee und hier sogar bei 4 Tassen. Das ist eine minimale Abnahme, aber das ist natürlich hier ein Auswertungsmodus aus den klinischen Studien und es zeigt eine signifikante Verbesserung praktisch des Herzrhythmus durch Kaffee trinken. So, nächste Frage, die eng damit zusammenhängt, Kaffee und Herzinfarkt. Auch hier habe ich Ihnen aus einer Studie diese Abbildung gezeigt. Forscher untersuchten den dosisabhängigen Zusammenhang zwischen der Mortalität nach einem Herzinfarkt und Kaffeegenuss. Die Ergebnisse sehen Sie hier, auch hier finden Sie eine Abnahme, vor allen Dingen also auch bei sehr auch relativ moderaten, also höheren Kaffeegenuss. Das ist eine Studie, die so sehr gut aussieht, die man aber doch sehr kritisch betrachten muss, weil das natürlich eine retrospektive Studie ist. Ja, nach dem Tod hat man die Angehörigen gefragt, hat der Kaffee getrunken, wie viel, ja und nein, oder nein. Und das ist immer sehr problematisch, solche Studien auszuwerten. Ich würde aus dieser Studie entnehmen, nicht, dass es den Herzinfarkt schützt, sondern, genau andersrum, es führt nicht zu einer Stimulation oder einer Erhöhung des Herzinfarktes. Das würde ich aus dieser Studie, aus diesen entnehmen. So, fassen wir das einmal zusammen, weil mir das ein sehr wichtiges Kapitel ist. Streit, Herz-Kreislauf. Erhöhtes Risiko von Herz-Kreislauf. In den meisten Studien ist das nicht bestätigt. Ergebnisse einer Meta-Analyse, das heißt, wo sehr viele einzelne Arbeiten zusammengefasst wurden. Kein erhöhtes Risiko durch moderaten 1 bis 2 Tassen pro Tag bis zu einem hohen Konsum, bis zu 4 Tassen. Und es soll sogar bei Frauen der positive Effekt stärker ausgeprägt sein als bei Männern. Vielleicht haben wir hier auch einen geschlechtsspezifischen Aspekt. Durch mäßigen Kaffeegenuss keine Verstärkung von Herzrhythmusstörungen. Keine Verstärkung. Ob es abnimmt, weiß ich nicht. Ein erhöhtes Schlaganfallrisiko bei moderatem Kaffeegenuss ist auch nicht zu erwarten. Und da geht man aus in der Diskussion, dass es ja, wie ich vorhin sagte, zu einer Verbesserung der Durchblutung des Gehirns kommt. Und das kann die Ursache sein, dass hier ein positiver Effekt ist. Bei manchen Menschen hat man eben einen kurzzeitigen Blutdruckanstieg, aber es tritt letztendlich bei regelmäßigem Kaffeegenuss ein sogenannter Gewöhnungseffekt auf. So,
Und wichtig ist auch, manche sagen, ja, okay, Koffein macht das vielleicht. Trinke ich entkoffeinierten Kaffee? Entkoffeinierten Kaffee erhöht den Blutdruck auch nicht. Aber entkoffeinierter Kaffee hat viel mehr Säure durch diesen Prozess der Entkoffeinierung. Und es entstehen also auch hier relativ viel Schadstoffe dabei, sodass entkoffeinierter Kaffee eigentlich gar nicht so gesund ist. Wenn man Kaffee verträgt, sollte man auf entkoffeinierten Kaffee verzichten und ganz normalen Kaffee trinken. So, ich habe schon gesagt, dass das Koffein zum Theophyllin abgebaut wird. Theophyllin ist ein Asthmamittel. Wie sieht das nun mit Kaffee bei Asthmapatienten aus? Und da gibt es gute Studien, die praktisch schon vor 100 Jahren belegen, dass in Schottland Asthmapatienten mit Kaffee behandelt wurden. Denen wurden Kaffee eingeflößt und es ging ihnen auch besser. Tja, und moderne wissenschaftliche Studien belegen, dass in der Tat, dass also Kaffee zu einer Erweiterung der Bronchien führt. Ich habe Ihnen das mal hier aufgezeigt. So sieht eine normale Bronchie aus. Und hier bei einem Asthma-Patienten, Sie sehen, ist also eine totale Einengung. Und das Koffein führt über die Hemmung dieses vorhin genannten zweiten Mechanismus, der Enzymhemmung, der Phosphodiesterase, zu einer Erweiterung hier der Atemwege. Wie ich aber vorhin auch sagte, tritt dieser zweite Mechanismus erst bei einer höheren Dosierung auf. Und das spiegelt sich auch hier wieder, dass nämlich 3 Tassen Kaffee, Sie sehen das hier, ungefähr bei 3 Tassen Kaffee reicht, um das Risiko um 30 zu senken. Und das wurde bei einer italienischen Studie mit sehr großen Patientenzahlen gezeigt. Aber dass die Einnahme von mehreren Tassen Kaffee, 5 bis 6 Tassen Kaffee, noch zu einer Steigerung der Wirkung bei den Patienten führt. Das heißt also, für die Wirkung an den Atemwegen ist eine höhere Menge, Einnahmemenge von Kaffee notwendig. Das heißt also so 5 bis 7 Tassen. So, Forscher schreiben das dem Koffein zu. Es entkrampft, entspannt, weitet die Bronchien, senkt den Druck in den Blutgefäßen in der Lunge. Und vor allen Dingen Koffein aktiviert auch das Flimmerepithel. Wir haben ja hier auf den Lungen ein Flimmerepithel, was einen sogenannten Reinigungseffekt hat. Und dafür zuständig ist, dass der Schleim auch nach außen transportiert. Und das wird stimuliert, sodass also die Asthmatiker auch besser abhusten können. So, nächstes große Thema. Koffein, Kaffee und Diabetes. Wir haben hier verschiedene Formen des Diabetes. Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes, den Schwangerschaftsdiabetes. Und dann gibt es noch spezielle Diabetesformen, die durch bestimmte Erkrankungen hervorgerufen werden. Und man weiß auch schon durch große Studien, dass Kaffee gegen Diabetes Typ 2 helfen kann. Hier sehen Sie wiederum aus einer Publikation die Abnahme des relativen Risikos, an Diabetes zu erkranken. Das ist wichtig, an Diabetes zu erkranken. Es gibt keine klaren Hinweise, ob ein bereits manifester Typ 2 Diabetes durch Kaffee wieder normalisiert. Aber also eine prophylaktische Wirkung ist hier gegeben. Das zeigt auch eine große deutsche Studie mit über 2000 Personen. Und hier ist interessant, dass dieses auch für entkoffeinierten Kaffee gilt. Also diese Wirkung bei Typ 2 Diabetes kann nicht allein auf das Koffein zurückzuführen. Und man weiß, kennt auch schon verschiedene Mechanismen. Man weiß, dass Kaffee einmal
die Gluconeogenese und Entzündungsprozesse in der Leber vermindern. Und gerade die Hemmung der Gluconeogenese, also die Neubildung von Zucker, das ist eigentlich so ein Reservemechanismus im menschlichen Organismus. Die wird gehemmt. Und dafür soll die Chlorogensäure verantwortlich sein. Die Entzündungshemmung wird wiederum durch das Koffein hervorgerufen. Auf der anderen Seite weiß man, dass im gastrointestinalen Trakt durch Koffein, durch Kaffee, die Glukoseaufnahme verzögert wird, sodass diese postprandialen Spitzen, die also gleich nach der Essenseinnahme auftreten, ganz einfach abgeflacht werden und dadurch letztendlich auch Typ 2 Diabetes verzögert wird. Ja, also das weiß man, da weiß man heute schon einiges. So, nun habe ich Ihnen sehr viele positive Sachen vom Kaffee erzählt. Nun können Sie ja sagen, die kann ja viel erzählen, die wird ja sowieso von der Kaffeelobby gesponsert. Nein, meine Damen und Herren, das ist nicht der Fall. Ich habe keine finanzielle Unterstützung gekriegt. Und um Ihnen das auch zu belegen, muss ich Ihnen auch ein negatives Beispiel von Koffein, von Kaffee sagen. Und das ist bei Osteoporose-Patienten. Osteoporose-Patienten sollten sehr vorsichtig mit der Einnahme von Kaffee sein. Weshalb? Osteoporose ist ja eine Erkrankung, dass es praktisch zur Brüchigkeit der Knochen kommt. Und Koffein führt dazu, dass es zu einer vermehrten Ausscheidung von Kalzium mit dem Urin kommt. Nun muss das Kalziumgleichgewicht im Organismus immer konstant bleiben. Man spricht von der Kalziumhomöostase. Wo nimmt der Körper sich das Kalzium her? Nämlich aus den Knochen. Und damit werden also die Knochensubstanz geht kaputt, die Knochen werden brüchiger. Und das ist ganz besonders zu beachten bei Patienten, die Glukokortikoide einnehmen. Weil Glukokortikoide nämlich selbst schon zur Osteoporose führen können. Und der Effekt würde noch verstärkt werden. Also hier sollte man sehr, sehr vorsichtig sein und sollte auf jeden Fall seinem Arzt sprechen, ob es möglich ist, mal ab und an eine Tasse Kaffee zu trinken oder ob man das gänzlich sein lassen. Das hängt natürlich auch vom Grad der Osteoporose ab. So, und nun komme ich zum letzten Abschnitt, Kaffee in besonderen Lebenslagen. Und da kommt eine gute Nachricht für Kaffeetrinker, nämlich Kaffee und Sport. Ja, das ist interessant. Kaffee, viele Sportler, gerade wenn es zu starken Belastungen kommt, trinken vor Beginn des Wettkampfs und so eine Tasse Kaffee. Warum machen die das? Und dem Phänomen ist die Sporthochschule in Köln und eine Sporthochschule in den USA nachgegangen. Und sie haben praktisch hier einmal untersucht, am Fahrradergometer und am Laufband, und haben die durchschnittliche Leistungsdauer bei 95% Volumen, Sauerstoffvolumen gemessen. Und Sie sehen, dass die Leistungsdauer bei denen, die Koffein zu sich nehmen, die haben Koffeintabletten aber gekriegt, also deutlich verbessert ist. Das heißt letztendlich, Koffein steigert die Leistungsfähigkeit. Und das ist auch ganz erklärlich, weil nämlich die Durchblutung auch der Muskulatur, wie ich Ihnen das vorhin gezeigt habe, praktisch erhöht wird und dadurch natürlich die Atemwege werden erweitert. Man kann also besser atmen und dadurch kommt natürlich diese Leistungssteigerung zustande. Um den gewünschten leistungssteigernden Effekt erzielen, reicht eine geringe Menge von Koffein aus, eine Tasse, aber vor Beginn des Trainings. So, aber wer glaubt, mit Kaffee kann er das tägliche Sportprogramm ersetzen? Das gilt nicht. Die Formel lautet, Kaffee und Ausdauertraining führt
zu einer erhöhten Fettverbrennung und ist damit gut für den Körper. So, und nun kommen wir noch zu einer anderen Sache. Ich habe da vorhin mit den Schmerzmitteln, die aber hauptsächlich ja für Kopfschmerzen eingesetzt werden. Frage, viele von Ihnen sind doch sicherlich eifrige Fahrradfahrer. Und wenn Sie lange Strecken fahren, so zum Beispiel, ich komme nur aus Sachsen-Anhalt, den Elbe-Radweg mal langfahren, ohne Fahrrad mit Motor, dann kriegen viele Muskelschmerzen. Und vielleicht hat der eine oder andere das von Ihnen auch schon erlebt. Was machen Sie denn da? Massieren, Bäder, Salben. Versuchen Sie es doch mal mit einer Tasse Kaffee. Das hilft bestimmt auch. Und das haben auch Forscher in den USA festgestellt. Sie haben entdeckt, dass Koffein Muskelschmerzen abstellt. Und dass die durch extreme Belastung hervorgerufen werden. Wie das Koffein im Einzelnen allerdings macht, das noch nicht erklärt. Die Forscher vermuten, dass durch das Koffein möglicherweise biochemische Substanzen, die zu diesen Muskelkrämpfen führen, nicht so stark gebildet werden letztendlich und dadurch natürlich das Muskelschmerzrisiko vermindert wird. Versuchen Sie es mal. Ich habe es mal probiert. Bei mir hat es eigentlich geholfen. Das heißt also, ich habe nicht eine Tasse Kaffee getrunken, ich habe zwei Tassen Kaffee getrunken und habe mich dann hingelegt und dann gingen die Muskelschmerzen weg. Ob die auch ohne Kaffee weggegangen wären, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. So, und nun kommen wir noch zu einem Gebiet, was immer sehr interessant ist. Wie sieht es eigentlich aus in der Schwangerschaft? Das ist eine große Frage, die sich viele Schwangere gerade im ersten Trimenon stellen. Darf ich Kaffee trinken? Fakt ist, dass das Koffein die Plazentarschranke überquert und in den Föten eingeht. Dadurch kann es ohne weiteres vor allen Dingen in der Leber zu Veränderungen kommen oder zu Störungen. Aber es ist so, dass letztendlich diese Veränderung der Leber sehr hohe Dosen von Koffein benötigt, die sie wiederum mit 1 bis 3 Tassen Kaffee nicht erreicht. Dazu sind diese Mengen zu gering, die letztendlich durch die Plazentarschranke wegen der doch relativ kurzen Halbwertszeit gehen. Was sagen nun die Studien? Die Studien sagen, dass im Gegensatz zu Alkohol, von dessen Konsum während der Schwangerschaft völlig abgeraten wird, während der Schwangerschaft vom Kaffeegenuss nicht gänzlich abgeraten wird. Aber es wird gesagt, es soll ein eingeschränkter Kaffeekonsum vorgenommen werden, um mögliche Schäden zu haben. Das heißt also, es liegt ein Gutachten, ein ganz neues Gutachten vor, von 2015 von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, die in London sitzt. Bei Schwangeren ist ein Koffeinaufnahme von bis zu 200 Milligramm pro Tag für den Föten unbedenklich. Und das beläuft sich so auf 2 Tassen Kaffee. So, und damit sind wir natürlich bei einem Problem, wie hoch ist die toxische Dosis eigentlich von Kaffee? Wie kann man sich das vorstellen? Vergiftungserscheinungen treten auf bei ca. 1 Gramm Koffein, das heißt also 10 Tassen Kaffee. 10 Tassen Kaffee nicht über den Tag verteilt, weil da ja dann in der Zwischenzeit schon was abgebaut wird, sondern 10 Tassen Kaffee hintereinander. Aber wer macht das schon? Da wird man dir ganz duselig. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand ausprobiert hat. 10 Tassen Kaffee hintereinander. Da wird man dir ganz duselig. Ja, ehe man die Vergiftung kriegt. Und solche Vergiftungen sind gekennzeichnet durch Giftungserscheinungen, durch Schlaflosigkeit, Unruhe, Erregungen,
Ja, Hörstörungen können auftreten, Sehstörungen. Es kann also auch zu Herzrhythmusstörungen kommen oder aber auch zu Extrasystolen. Und die tödliche Dosis von Koffein, sehen Sie, die ist nun fast 5 bis 10 Mal noch höher. Nämlich die liegt bei 5 bis 10 Gramm Koffein. Das heißt nicht Kaffee. Denn ich habe Ihnen hier mal aufgeschrieben, das ist vielleicht auch mal interessant. Eine Tasse Kaffee normalerweise hat ungefähr so 100 Milligramm Koffein. Das heißt, bei Schwangeren 2 Tassen Kaffee am Tag ist der Grenzwert. Espresso hat viel weniger Koffein. Schwarzer Tee hat auch, Kakao hat auch Koffein enthält. Naja, und so Cola, ja, wissen Sie ja, enthält Koffein, aber nicht so viel. Und Koffeintabletten. Und was aber wichtig ist, und darum möchte ich hinweisen, sehen Sie, die Energy Drinks, die haben einen relativ hohen Gehalt an Koffein. Und wenn man den täglichen Bedarf an Koffein macht, soll man nicht nur den Kaffee betrachten, sondern auch die anderen Sachen, die man hier zu sich nimmt. So. Ja, wer profitiert nun vom Kaffeegenuss? Senioren profitieren von besseren Hirndurchblutung und können oft mit einer abendlichen Tasse besser einschlafen. Koffein wirkt gefäßerweiternd bei Asthma und bei Herzschwäche. Herz wird auch besser durchblutet. Der Genuss von gefiltertem Kaffee bleibt ohne Einfluss auf die Blutwerte. Aber bei ungefiltertem Kaffee gelangen Stoffe in den Körper, die letztendlich den Cholesterinwert hochtreiben. Und deshalb, wer Probleme mit seinem Cholesterinwert hat, sollte lieber Filterkaffee trinken. Neueste Untersuchungen belegen, dass der regelmäßige Kaffee Kaffee das Risiko, Gallensteine zu bekommen, senkt. Röststoffe im Kaffee, vor allen Dingen auch die Chlorogensäure, wirken als Antioxidant. Kaffee kann eine Verdauungshilfe sein. Ein Kaffee oder Espresso nach dem Essen regt, wie ich das sagte, die Magensäureproduktion an und die Gallensäureproduktion. Und damit letztendlich wird ja, der Magen und der Darm kommt dann in Schwung und die Verdauung wird gefördert. Sie haben dann nicht mehr so einen vollen Magen. Ja, nützlich für Sportler sind die wachmachenden Wirkungen und die Stimulierung der Atmung durch das Koffein. Das habe ich Ihnen gezeigt. Koffeinhaltige Getränke sollten immer vor dem Training getrunken werden und sie eignen sich nicht nach dem Training als Flüssigkeitsersatz. Da sollte man dann Fruchtsäfte oder Mineralwasser trinken. So, lassen Sie mich zusammenfassen. Kaffee ist Kult und aus unserem Alltag überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ob der morgendliche Kaffee oder nachmittags bei einem schönen Kuchen. Kaffee verbindet, Kaffee regt an zu interessanten und tiefsinnigen oder nicht so tiefsinnigen Gespräche. Neben Koffein sind im Kaffee weitere bioaktive Inhaltsstoffe enthalten, die Wirkung wesentlich beeinflussen. Letztendlich macht es die Mixtur des Kaffees. Ich habe Ihnen heute nichts erzählt, was es für unterschiedliche Sorten von Kaffee gibt. Das hören Sie sicherlich in anderen Vorträgen. Und bereits Paracelsus sagte, die Dosis macht das Gift zum Gift. Und letztendlich gilt das auch für den Kaffee. Wie viel Kaffee jeder trinken darf, hängt letztendlich von seinem persönlichen Gesundheitszustand. Ich habe Ihnen gesagt, mittlere Dosis 2 bis 4 Tassen Kaffee pro Tag, unschädlich, wird von der EFSA gesagt. Eine Reduzierung des Kaffeekonsums als allgemeine Gesundheitsempfehlung scheint nach den aktuellen Daten nicht mehr notwendig. Und hier der tägliche Konsum von 2 bis 4 Tassen normalen starken Kaffee
ist für die meisten Menschen gut verträglich. So, allerdings, wer krank ist oder wer Medikamente einnimmt, im Kaffee, das Koffein und die anderen Wirkstoffe, die ich gesagt habe, das sind ja Wirkstoffe, die wirken und die auch Interaktionen eingehen können mit anderen Medikamenten. Der sollte mit seinem Apotheker oder mit seinem Arzt sprechen, wie es mit dem Kaffeekonsum aussieht. Und eine solche persönliche Beratung bei dem Apotheker, bei dem Arzt ersetzt nicht die Information durch das Internet. Ja, meine Damen und Herren, Kaffee mehr als ein Genussmittel? Ich sage ja. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen heute einige Aspekte darlegen. Wer mehr erfahren möchte, dem empfehle ich mein Buch Kaffee, Schwarz und Stark, wie Kaffee die Gesundheit sind. Es ist ein Sachbuch für Laien geschrieben, in einer etwas auch sehr unterhaltenen Form. Ich habe einige Exemplare mitgebracht, wer Interesse hat. Und nun danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.